So, Freunde, euer Simon hier. Mittwochmittag ist es bei mir und Thema Ernährung. Und ich habe jetzt wirklich ganz spontan gesagt, komm, mach mal die Kamera an, weil es ist gerade wirklich so, ich habe ganz oft zur Mittagszeit einen riesen Hunger oder eine riesen Lust auf Süßes, auf Süßigkeiten. Jeder hier im Büro weiß das, dass ich echt manchmal so richtig, ja, was Süßes brauche. Und deswegen so von mir heute mein Tipp, was man Süßes essen kann. Süßes ist nicht schlimm. Süßes ist überhaupt nicht schlecht, besonders so zur Mittagszeit, wenn wir noch später trainieren, wenn wir noch aktiv sind, ist das überhaupt nicht schlimm. Schlimm an dem ganzen Süßkram sind wirklich so diese Süßigkeiten, wie Schokolade, wie irgendwelche Waffeln und so weiter. Warum eigentlich? Weil wir eben erstens natürlich sehr, sehr viel Kalorien haben, aber wie stellen sich die Kalorien zusammen in so einer Süßigkeitenpackung? Ist nicht von mir, lag hier noch rum. Und das Problem ist einfach, dass wir für einen Sportler keine gute Makronährstoffverteilung haben. Wir haben sehr wenig Eiweiß in so Süßigkeiten drin, in den meisten. Wir haben sehr, sehr viel Fett. Ich habe zum Beispiel 50% Fett, 50 Gramm auf 100. Von den Fetten sind die meisten Fette leider gesättigte Fette, also auch wirklich keine gesunden Fette. Wir haben sehr viele Kohlenhydrate, sehr viele einfache Kohlenhydrate, also Einfachzucker. Und dazu kommen noch ganz, ganz viele Zutaten, also irgendwelche industriellen, chemischen Sachen. Und diese Mixtur aus dem Ganzen macht das eigentlich alles erst so ungesund. Ihr wisst ja, gesättigte Fette, einfache Kohlenhydrate, die Gefahr von Fetteinlagerungen ist einfach hoch. Und trotzdem können wir uns der Süßigkeitenlust einfach mal ein bisschen hingeben. Was mache ich dann? Ich hole mir einfach mal ein richtig schönes, leckeres Brötchen. Es ist wirklich nicht super gesund, um Gottes Willen. Hier ist wenig drin, wenig Nährstoffe. Wir haben auch einfache Kohlenhydrate, wir haben aber kein Fett. Keinerlei Fett. Wir haben Speisequark, Magerquark. Ihr wisst es, viel Eiweiß, einige Kohlenhydrate, auch gar kein Fett. Marmelade, auch sehr, sehr viele Kohlenhydrate, sehr süß, viel Zucker. Überhaupt nicht schlimm, wir haben nämlich kein Fett hier drin und absolut in Ordnung. Wir haben insgesamt wenig Zutaten, das heißt, hier haben wir Obst, Zucker, Gelierzucker fertig. Hier haben wir auch reinen Magerquark im Brötchen, wissen wir auch, was drin ist. Das ist mir auch immer wichtig, dass ich weiß, dass wir die Zutaten, die in unserem Essen drin sind, auch kennen. Deswegen koche ich auch selbst und hole mir da nicht irgendwelche Fertigprodukte. Das Ganze mixe ich mir wirklich zusammen und das ist so meine Methode, das frühstücke ich oft gerne. Ich mixe mir wirklich dann so eine Mixtur aus Magerquark, deswegen nehme ich auch diesen Samtmarmeladen, weil die sich wesentlich besser verrühren lassen. Da kommt dann diese ganze Samtmarmelade rein. Und was ich noch mache ist, um einfach noch ein bisschen höheren Eiweißgehalt zu haben, müsst ihr nicht machen, schmeckt aber echt lecker, nehme ich einfach noch ein bisschen Eiweißpulver, um das Ganze abzurunden, um das Ganze zu verfeinern. Ein bisschen höheren Eiweißgehalt. Sättigt länger, durch den Quark sättigt es aber so ganz gut auch schon. Das Ganze wird richtig schön verrührt. Wenn ihr ein gutes Eiweiß nehmt, löst sich das super auf, braucht ihr überhaupt keine Sorgen zu haben. Ihr kriegt eine richtig schöne Paste, super, super cool. Brötchen auf. Mein Tipp, klappt es nicht zusammen. Es fühlt sich immer nach mehr an, wenn man zwei Hälften hat. Das Ganze drauf schmieren. Ich hoffe, das kommt durch die Kamera auch rüber, wie schön die Konsistenz ist, wie appetitlich das aussieht. Ich hoffe, das kommt bei euch auch so ein bisschen rüber. Es schmeckt richtig, richtig gut. Ihr habt wirklich eine gesunde, süße Speise. Ihr habt wirklich eigentlich das, was wir brauchen. Wir haben wirklich gutes Eiweiß. Wir haben hier Casein drin, also langsam verdauliches Eiweiß. Wenn ihr ein bisschen Whey reinpackt, habt ihr noch ein bisschen schnelleres Eiweiß. Wir haben Kohlenhydrate im Brötchen. Klar, keine sehr komplexen Kohlenhydrate, aber das ist völlig in Ordnung. Es ist immer noch besser, als irgendwelche Süßigkeiten bei Heißhunger zu essen. Das ist so meine Süßigkeit. Das ist wirklich das, was ich esse. Meine Schwäche. Ich muss manchmal nachgeben. Die Lust auf Süßes ist manchmal stärker. Abonniert den Channel, guckt weiter. Leckere Rezepte, die dann auch bald wieder kommen. Und gebt euch manchmal auch auf was Süßem hin. Wenn ihr nicht gerade in der Diät seid, ist das völlig in Ordnung. Ihr trainiert sowieso ab. Zucker brauchen wir, Eiweiß brauchen wir, Fett haben wir nicht drin. Von daher, also bis demnächst. Macht beim System mit, abonniert den Channel und bleibt dran.